Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg zockt. So, die Industrie brummt. Ist das nicht schön? Ja, es hat eine eher langsame Geschichte hier mit diesen Lastwägelchen. 6 von 6 und 25 km/h. Das kann dann ein bisschen dauern, bis die beim Ziel sind. Aber okay, wir könnten eigentlich eine Zugverbindung machen von hier nach hier. Aber ich möchte das noch ein bisschen verschieben, denn ja, wir haben 1,3 Millionen, aber wenn wir jetzt einen Zug kaufen, haben wir nichts mehr. Der Zug kostet uns etwa diesen Betrag. Und dann verdienen wir erstmal nichts, weil der Zug eine neue Linie ist und hier erstmal wieder Güter bekommen muss. Und die Lastwagen würden wir ja abziehen, die verdienen dann auch nichts, weil sie ja hinten keine Lebensmittel mehr bekommen, da eben der Zug hier kein Getreide und Vieh mehr hinbringt. Das würde ich also nochmal kurz verschieben. Jetzt aber noch was anderes. eine gute Idee aus der Community, besten Dank. Nämlich, wir werden jetzt ein paar Städte umbenennen, beziehungsweise das werden wir jetzt nicht machen, sondern was wir machen ist, wir haben hier, ja, doch das eine oder andere Städtchen, wie man sieht. Ich würde gerne mal 5 davon von euch benennen lassen. Und zwar machen wir das so, schreibt unter dieses Video bitte in die Kommentare Vorschläge von Städten, ob jetzt das eure eigene Stadt ist oder eine Stadt aus einem Film oder sonst irgendwas, das ist eigentlich relativ egal, sie muss euch einfach gefallen. Und ja, die Stadt, welche am meisten Daumen nach oben bekommt, die werden wir dann so, diesen Namen werden wir dann nehmen. Jetzt muss ich selber gerade überlegen, doch, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Also wenn ihr einen Stadtnamen seht in den Kommentaren, der euch gefällt, dann gebt dem einen Daumen nach oben. Dann werde ich sehen, ja, keine Ahnung, Salzgitter hat 5 Daumen, sonst hat keiner mehr 5 Daumen, nehmen wir. Wir nehmen mal 5 verschiedene Städtenamen, würde ich vorschlagen. Nicht alle hier, das ist doof, dann sind wir nur noch am Umbenennen, das bringt ja auch nichts, aber 5 Städte können wir so machen. Also, wenn ihr einen Vorschlag habt, ab in die Kommentare damit. Guckt am besten, was es schon für Kommentare gibt, denn wenn ihr zweimal Salzgitter reinschreibt mit je 0 Herzen, dann wird das nicht viel bringen. Aber wenn Salzgitter 2 Daumen nach oben hat, dann hat es natürlich schon eine Chance. Salzgitter ist aber nur ein Platzhalter. Gut, hätten wir das auch. Was auch noch erwähnt werden muss, ich habe diese Folge hier schon mal zu etwa 10 Minuten aufgenommen und dann ist mir nachher das Spiel die ganze Zeit abgestürzt. Ich habe dann mich erkundigt, was denn los ist. Im Transportfieber-Forum sind sehr viele Einträge, dass das Spiel abstürzt im laufenden Betrieb. Also nicht mit einer Fehlermeldung, dass eine Mod nicht gefunden wird, sondern wenn es läuft, einfach abstürzt und dann steht dann da, der Klassiker Trainfieber-Echse kann nicht ausgeführt werden oder irgend sowas steht dann da. Was hat das für einen Grund? Ja, das hat mit Mods zu tun. Beziehungsweise es stand im Forum, es liegt an der Engine von Transportfieber. Denn wenn man eine Mod hat, sagen wir einen Bahnhof, und der erlaubt jetzt halt irgendwie Zügen da reinzufahren, das sollte auch als Bahnhof, aber irgendwie etwas stimmt dann nicht mit der Gleisführung und so weiter. Dann kommt es eben dazu, dass wenn ein Zug dann zum Beispiel nach 10 Minuten, während man spielt, dieses Gleis nutzen will, das nicht erreicht, dann stürzt das Spiel ab. Das hat irgendwie eben mit der Engine zu tun, ich kenne mich da nicht massiv aus, da müsstet ihr selber mal gucken gehen. Jetzt, was hier das Problem ist, ich weiß es nicht, aber ich habe den leisen Verdacht, es liegt an der Prellbock-Mod, denn ich habe die genutzt in diesen 10 Minuten und danach ist das Spiel halt regelmäßigen Abständen abgestürzt, war relativ grausam. Jetzt versuchen wir es halt nochmal und jetzt versuchen wir es ohne diese Prellbock-Mod. Ich weiß nicht, ob es an der liegt, also ich möchte nicht die Mod schlecht machen, um Himmels Willen. Aber ja, mir ist halt einfach aufgefallen, jedes Mal, wenn ich die benutzt habe, dann hat es ein paar Minuten gedauert, dann war Feierabend. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe mal, wir haben nicht das gleiche Problem. Gut, jetzt haben wir aber gelabert. Jetzt werden wir auch mal ein bisschen spielen. Und zwar, wenn wir hier schon sowas Schönes haben, jetzt machen wir eben nicht den Zug, das habe ich erklärt, warum ich das noch nicht möchte, aber hier unten, Erlenbacher Forsthaus, die haben noch keine Lebensmittel, den könnten wir hier relativ locker mit Lastwagen auch noch Gutes tun. Wir gucken mal, wo haben die denn hier den blauen Bereich, also sprich die Geschäftsgebäude, wo die Nahrung hin muss. Ja, hier. Okay, jetzt könnte es auch noch sein, ja eben, es liegt halt an einer Mod, dass das hier teilweise abgestürzt ist, dass das auch an der hier liegt, an der Güterhaltestelle. Aber ich weiß es nicht, das ist halt eben ein Elend. Ich nehme jetzt die mal und mache die mal hier hin.
Dann haben wir einen relativ guten Einzugsbereich, würde ich sagen. Genau. Und ja, im Endeffekt, wenn halt jetzt tatsächlich das passiert, dass das hier die ganze Zeit da abstürzt, dann werde ich es einfach so machen müssen, dass ich sämtliche Gebäude, die irgendeine Mod sind, ersetze durch Standardgebäude aus dem Spiel. Das ist zwar doof, aber ja, ist dann doch besser, wie halt die ganze Zeit wieder Abstürze zu haben. Gut, jetzt aber nicht Abstürze hier behandeln. Solange es läuft, läuft's. Also, wir brauchen eine neue Linie. Das wäre dann von hier unten nach da, wo es das Futter gibt. Das wäre hier. Und das wäre dann ganz einfach. Wobei, Moment, ihr könntet eben hier hinten auch noch ein bisschen helfen. Das heißt, ihr müsst Mühleweg eigentlich genau andersrum. Ihr müsst, ich muss mal überlegen, hier fängt der ganze Spaß an. Das wäre dann in, wird wieder nicht benannt, weil hier Haltestelle ist. Aha, man sieht es immer noch nicht. Ist hier das Ding wieder weg? Nein, das ist übrigens auch witzig. Wisst ihr, warum hier tatsächlich hier die Industrie teilweise ausgeblendet war? Weil es auf den F-Tasten Kurzbefehle gibt, wie man das hier ein- und ausblenden kann. Und F10, das ist meine Aufnahmetaste. Ja, warte mal, die ist zuständig für die Industrien. Stand in den Kommentaren, besten Dank. Also deine Theorie, die ist richtig. Jetzt aber trotzdem, dürfte ich vielleicht noch erfahren, wie das hier heißt? Hä? Jetzt habe ich irgendwie wieder keine Namen mehr hier. Ibach Ost. Okay, steht das nicht normalerweise drüber oder bin ich jetzt völlig Absturz gebeutelt? Ja, egal. Okay, Ibach Ost. Man reiche mir meine Linie. Das war hier. Also, Ibach Ost wäre das erste und dann müssten wir nach Ober-Ibach. Also müssen wir hier dazwischen im Prinzip. Sehe ich das richtig? Werden wir gleich kontrollieren. Von Ibach Ost fahren wir nach Ober-Ibach und von Ober-Ibach darunter zum Mühlweg und vom Mühlweg wieder zurück. Nach Ober-Ibach. Ne, das ist falsch. Machen wir nochmal komplett neu. Ist einfacher, wenn wir es. Na? Nicht vollladen. Nein, nein, entfernen. Dankeschön. Ja, jetzt geht's aber ganz los. Ihr merkt schon, ich spiele eben doch schon ein Stückchen. Dann vergeblich aufnehmen ist ein bisschen ärgerlich. So, okay. Jetzt passt's. Also nochmal von Ibach Ost, von hier nach Ober-Ibach zum Mühlweg und dann wieder nach Ibach Ost. So, jetzt passt das. Und das wäre dann, wir nennen es einfach mal Lebensmittel. Da wird das noch ändern werden. Also wir könnten es natürlich auch Vieh, Getreide nennen, aber wenn wir das dann mit dem Zug machen, dann müssen wir das alles wieder ändern. Im Endeffekt ist das eine Lebensmittelstrecke. Und zwar nach, nicht Mühlweg, sondern wie heißt denn das Städtchen da unten? Jetzt kann ich natürlich wieder nicht mehr bewegen. Liebes Städtchen, sie heißen nicht Mühlweg, nein, das wäre mir neu. Sie heißen Erlenbacher Forsthaus. Okay, das ist dann ein bisschen lang. Da machen wir da mal Erlenbach draus. So, Erlenbach, okay. Gut, jetzt bräuchten wir noch die Fahrzeuge. Da gibt's, und ein bisschen Abkürzungen werden wir dann auch noch bauen. Ja. Boah, doch, einmal quer rüber, das wäre doch eine Idee. Machen wir mal. Vielleicht liegt's auch an den verbesserten Straßen, die habe ich eben auch geladen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jetzt mal gucken. So, Moment. Wie schnell bist du, wenn wir dich nehmen? 20. Das ist ein bisschen gar langsam. Die werden hier 40. 60. Ich hätte gerne 60, damit wir auch für später gerüstet sind. Und das machen wir jetzt wieder Step by Step, weil es ganz einfach kostengünstiger ist. So, hier mal gleich weiter. Nach da hinten und dann möglichst nah an die Stadt dran, würde ich mal vorschlagen. So, ein bisschen gekrümmt. Und nach da. Und noch ein Happen und dann hier rein. So, perfekt. Gut. Jetzt eben Depot. Wir haben hier hinten eins, aber bei dem Tempo, das die haben, die fahren 3 Tage und 4 Nächte. Deswegen machen wir hier im Erlenbacher Forsthaus auch noch ein Depot hin, denn die kriegen ja sowieso früher oder später auch Busse, das heißt, die bauen sowieso ein Depot, also kriegen sie auch eins. Wohin damit? Wir wissen nicht, wo hier der Bahnhof hinkommt später. Wobei, das werden wir je nachdem heute noch in Angriff nehmen. Aber ja,
nicht über ungelegte Eier sprechen. Wir machen erstmal, was wir sollen, nämlich hier das Depot hinstellen. Bisschen schön drehen. Ja, okay, passt. Wir hätten gerne Fahrzeuge. Güter, da haben wir noch nichts Neues. Das Spiel läuft aber, das passt. Die schnellsten, 25. Das sind halt schon diese DMG-Kantstadt. Wir nehmen wieder die. Und die transportieren dann gar nichts in dem Sinne, beziehungsweise automatisch, dass sie ja Lebensmittel und Vieh und Getreide transportieren sollen. Machen wir mal ordentlich wieder ein bisschen Fahrzeuge rauf. Lebensmittel Erlenbach. Okay, dann kommt mal raus, ihr schönen Exemplare. Nett. So, hier machen wir wieder weg. Dann sieht es auch wieder ein bisschen besser aus. Und dann hätten wir die eigentlich jetzt hier auch soweit versorgt. Okay, gut. Jetzt wisst ihr, was ich mache. Ich mache mal ganz kurz, sicherheitshalber, eine Sicherung. Ihr seht hier, LP23, das sind die Folgennummern. Da habe ich ein paar Sachen geübt, weil eben das Ding die ganze Zeit abstürzte. Das wäre dann die 4. Stimmt das? Ja. Zumindest der erste Teil. Nee, das wäre eigentlich die 3 gewesen. Ist ja egal. Moment. Das geht ja so schnell. Nein, laden wollen wir überhaupt nichts. Wir wollen es speichern. So, wir machen hier noch die 3 draus, damit es auch stimmt. Die 4 wird dann überschrieben. So, okay. Machen wir wieder zu. Sicher ist sicher. Ganz klar. Fahren tun sie noch. Das passt auch. Hier werden sie wahrscheinlich jammern. Ja, genau, dass sie hier ein bisschen mehr Werkzeuge und, also nicht Werkzeuge, Blödsinn, Vieh und Getreide haben müssten. Wir werden das so auf die Schnelle nicht gebacken kriegen. Aber der Vorteil ist natürlich, solange hier eine Überproduktion stattfindet, werden diese Lastwagen nicht leer fahren. Das heißt, die haben immer was zu tun. Wir könnten temporär auch mal noch eine Lösung schaffen, indem wir hier eine neue Linie machen. Das Problem ist einfach, ja, das verteilt sich immer auf alle Linien. Je nachdem, die neue Linie, welche dann hier nur Sachen transportiert, die wird dann benachteiligt. Das kann jederzeit ein Problem sein. Gut, wir kommen zum Thema Zug. Denn Brilo, was haben wir? 1,7 Millionen. Wir werden jetzt noch Gleise legen. In der Zeit können wir noch ein bisschen Geld verdienen. Und dann sollten wir uns hier eigentlich eine Strecke leisten können. Nämlich hier runter. Nach Ibach würde ich gerne. Dann haben wir schon den ersten Bahnhof hier oben, der zwei Städte verbindet. Und dann gucken wir mal, wir können natürlich aus diesem Zug hier auch so eine Art Interregio machen, der von Weißwasser hier runter nach Brilo fährt und dann weiter nach Ibach. Das gucken wir. Wir bauen jetzt erstmal den Bahnhof. Also dafür brauchen wir, also wir bauen nicht den Bahnhof, sondern wir bauen erstmal die Gleise hier raus. Das geht sogar, ohne dass da Häuser gekappt werden. Die zwei Gleise, die sind fürs erste Mal, ja, im Ruhestand, denn ich möchte die Häuser da nicht gleich kappen. Jetzt ist halt die Frage, machen wir das gleich zweigleisig? Was haben wir hier? Hier haben wir eingleisig. Es werden dann schon Züge dazukommen, aber ja, eben. Wenn wir sparen wollen, dann machen wir hier fürs erste Mal ein Gleis. Ein zweites ist immer relativ schnell gelegt. So, hier können wir perfekt straight ahead rüber donnern. Gehen dann hier ein bisschen in der Kurve. Und ja, wohin wollen wir denn? Hier hinten. Wo würde hier ein Bahnhof hinpassen? Ich würde sagen, hier würde es relativ gut aussehen. Hier aber auch. Wir nehmen mal einen Bahnhof. Wir nehmen mal den normalen. Machen hier 4 Gleise. Machen mal die 240 Meter. Gucken, was es kostet. Machen mal testweise den zweiten Straßenanschluss. Wir sind hier. Ja, zentral wäre übertrieben, aber wir sind auch nicht in der Ecke. Das heißt, ein Kopfbahnhof hier fände ich nicht so toll. Und wenn wir den halt hier reinstellen, dann haben wir halt sozusagen einen künstlichen Kopfbahnhof. Da wir hinten nicht mehr vernünftig rauskommen, wenn wir das so machen. Höchstens mit einer Kurve. Wenn wir dich noch drehen. Zum Beispiel so, das würde eigentlich gut aussehen, weil wir relativ dicht an der Stadt dran sind. Aber wir hätten hier hinten halt mehr Platz und die Stadt wird wachsen. Das hoffe ich doch zumindest. Deswegen, wisst ihr was, wir machen das so. Wir machen es in die andere Richtung, damit wir den auch noch ausbauen können, wenn wir dann sollten oder könnten. 200.000 gebonkt, dankeschön. Jetzt werden wir hier aber trotzdem gleich mal die Gleise reservieren, so gut wir können. Möglichst nah an die Häuser ran.
So, ich weiß, das sieht nicht toll aus. Aber es erspart uns halt, dass wir hier dann wieder alles abreißen müssen. Okay, ein Sträßchen hätten sie auch noch gerne. Kommen wir hier vielleicht sogar noch raus? Oh, tatsächlich, das hätte ich jetzt nicht... Oh, das ist ja schön. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, da sei ein Haus im Weg. Gut, und mit dir gehen wir... Ja, ich würde sagen, hier rein. Das wäre doch eine Idee. So, aber mit der Straße dann doch lieber. Ja, gleich mal kurvig. Gebonkt. Gut. Jetzt wissen wir, wo wir hinwollen. Jetzt müssen wir nur noch wissen, in welches Gleis, dass wir vorzugsweise reingehen. Wenn wir von hier kommen. Von hier werden auch noch Strecken kommen, aber das ist dann Zukunftsmusik. Deswegen, wir gehen hier einfach mal so rüber. Wir gucken mal, wie können wir das bauen. So zum Beispiel. Dann müssen wir hier noch ein bisschen eine Kurve machen. Wäre aber durchaus eine schöne Strecke. Auf der anderen Seite, wenn wir es so machen, hier reingehen, die 120 haben wir noch, dann können wir hier mit einer Kurve rüber. Das ist eigentlich besser. Und ist auch durch den Wald durch. Ist also auch eine relativ schöne Strecke. Jetzt irgendwie so, wir können es aber direkt verbinden. Ja, das passt alles. 120, 120, kostet 63.000, das können wir uns auch leisten. Und ja, ein weiteres Gleis machen wir jetzt noch nicht, aber wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Jetzt werden wir die Strecke gleich mal weiterbauen. Wobei, dann würde ich dann doch wenigstens hier ein zweites Gleis machen, denn ich möchte irgendwie hier vorne raus, noch nach da unten. Da haben wir ja auch, ja, Futterlieferungen. Also die Stadt ist sozusagen aktiviert. Dann beehren wir die auch mit einem Zug. Gut, dann machen wir hier das zweite Gleis, damit ich da vorne eben die Weiche schon so bauen kann, wie wir sie dann möchten. Das ist eigentlich die einzige Idee. So, hier rüber, Bau nicht möglich. Da geht das Problem schon los. Oh je. Aha. Hier geht's dann wieder. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen das ganz einfach, nämlich... Was ich eh machen wollte, das wurde mir schon vorgeworfen in den Kommentaren, dass ich gesagt habe, dass wir in der Staffel 2 dann immer die Straßen abreißen, wenn wir Gleis bauen, damit wir eben nicht diesen Huggel haben. So, jetzt mache ich es mal. Ich gehe mit gutem Beispiel voran. Denn so müsste es eigentlich möglich sein, dass wir hier immer relativ problemlos rüberkommen. Was ist das denn für eine Straße? Ach, die, okay. So, denn der Straßenbau, der funktioniert eigentlich immer relativ einfach. Kaum sage ich es, geht es natürlich wieder nicht mehr. Ist aber auch nicht die richtige Straße. Nein, das ist sie auch nicht. Das ist sie. Okay, gut. Jetzt hätte ich aber eigentlich das zweite Gleis auch schon. Ist jetzt nicht wahr. Ja, vor lauter Labern, sowas Doofes. Wenn man natürlich... wenn man natürlich die Straße kappt. Ja, was macht man dann? Dann macht man das zweite Gleis auch. Deswegen kappt man sie ja. Heisenberg, guten Morgen. Wie geht's sonst so? Ja, eigentlich gut. Oh, Straße im Weg. So, auch noch wegnehmen. Und dann machen wir das, was wir wollten. So, da machen wir jetzt keine Weiche, nichts, da das wirklich nur dazu da ist, dass wir hier vernünftig rauskommen. Die Straße werden wir jetzt noch nicht bauen, da wir ja in die Richtung noch wollen. Da unten ist das Städtchen. Da machen wir die Straßen dann. Wenn wir hier die Gleise wirklich verlegt haben. So, hier raus und hier rüber. Wenn das ohne Probleme geht mit zwei Gleisen, lassen wir es. Denn ein Hügel gibt es in dem Sinn trotzdem kein. Jetzt ist nur die Frage, passt das? Ja, wenn wir hier lang gehen, kommen wir da irgendwie rein. Oder, wisst ihr was, wir machen das einfacher. Nämlich, wir bauen hier hinten schon mal den Bahnhof. Dann wissen wir, wo wir hin müssen mit dem Gleis. Und hier schreit es eigentlich nach diesem Bereich, würde ich sagen. Was haben wir denn hier Schönes? Die teuren halt. Die können wir uns in dem Sinn noch nicht leisten. Oder sollen wir mal gucken? Was kostest du? Boah, ja, 2 Millionen. Nö. Geht noch nicht. Wir werden natürlich diese Bahnhöfe noch nutzen. Keine Frage. Ein Kopfbahnhof. Oh ja, guck mal. Hier würde ein Kopfbahnhof. Da ist aber noch eine Stadt. Und hier ist noch eine Stadt. Nee, da machen wir hier keinen Kopfbahnhof. Da hinten in Unzenberg wird es mit Sicherheit eingeben. Also, dann machen wir den normalen. Mit, ja, dann doch mal 4 Gleisen. Machen wir mal 240 Meter, damit wir eine Grundlänge haben sozusagen. Und gucken mal. Ja, das könnten wir eigentlich so machen, dass wir hier so eine Art haben wie... oh Gott, wo war das in Staffel 1? Wasserburg? Wisst ihr, wie ich meine? Dass wir hier vorne eine Kurve machen.
aus der Stadt raus. Dafür müssen wir den jetzt hier einfach vernünftig hinkriegen. Ups. Moment. Ein bisschen drehen. Wobei, wir könnten ihn auch so machen. Ein bisschen. Doch ein bisschen gebogen. So zum Beispiel. Das wäre doch eigentlich auch eine Idee. Dann ist er halt krumm, aber dann kommen wir da auch besser raus. Nee, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Nein, 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 nein. Machen wir so. Jetzt haben wir da aber hier vorne wieder so eine riesen Aufschüttung. Wir machen den so. Zack, eine 500.000. Das leisten wir uns. Jetzt haben wir hier auch wieder einen zweiten Straßenanschluss. Das ist eigentlich immer gut. Das ist einfach blöd, wenn man den updaten will, den Bahnhof. Mehr Gleise machen. Dann ist nachher eigentlich die eigene Straße, die man hier gezogen hat, natürlich auch im Weg. Aber wir schließen die jetzt trotzdem mal an. Und zwar einfach mit einem Bogen nach hier hinten. Wobei, wir wollen hier mit den Gleisen noch raus. Dann würde ich mit der Straße dann doch noch warten. Wisst ihr was? Wir machen zuerst mal die Gleise hier raus. Das wäre dann irgendwie so. Möglichst nah ans Haus ran, damit es eben auch cool aussieht. Okay, das wäre dann hier. Dann hier ebenfalls möglichst nah ans Haus ran. Und dann hier rüber. Durchaus mit einer Kurve. Das macht nichts, wenn wir hier kein Tempo haben. Das ist komplett der Stadtbereich. Und hier werden sie wahrscheinlich eh noch bauen. Sprich, da müssen wir nicht mit was, weiß ich, für einem Tempo durchjagen. Ein bisschen bauen wir hier noch. Wieder aus Reservationszwecken. Wir machen jetzt aber Gleis Nummer 2 gleich auch mal. Damit sie uns da den Platz eben auch nicht irgendwann klauen. So, diese Gleise, ja, die machen wir auch schon mal. Die gehen dann aber, ja, doch da hinten, Schönbach, da haben wir auch noch ein Städtchen. Die gehen dann eher geradeaus. Wir bauen die mal bis hier hin. So, und dann hätten wir das hier soweit reserviert. Und jetzt gehen wir in die richtige Richtung. Aber es lässt mir keine Ruhe. Das gebrannte Kind sozusagen. Wir speichern nochmal. So, weil das geht sowas von ruckzuck, zack, gespeichert. Und dann hat man wenigstens den Speicherstand gerettet, falls hier tatsächlich wieder irgendwo ein Zug hin will, wo er nicht kann. Und dann sagt, nö, so nicht. Das funktioniert nicht. Das können wir so nicht machen. Ausrichtung. Wo haben wir denn das Gleis? Noch gar nirgends. Irgendwie da raus, haben wir gesagt. Irgendwie in die Richtung. Wir könnten aber natürlich auch hier lang. Und hier rüber. Ja, deren Möglichkeiten haben wir viele. Wir machen es mal so. Okay, dann irgendwie hier rein, wenn das geht. Nö, geht nicht. Aber hier rein geht. Das wäre doof. Wenn wir hier zurückgehen. Dann hier eine Kurve machen. Die 120 haben wir noch. Ich würde das mal so hier rüberziehen. Wobei, wir können ja die Straße hier, wisst ihr was? Ganz einfach. Die Straße kommt auch weg. Damit wir hier in Ruhe rauskommen. Und dann haben wir nachher noch kurz ein Momentchen, wo wir tatsächlich halt die Straßen natürlich wieder installieren müssen. Ja, das gefällt mir so. Da müsste man jetzt hier eigentlich problemlos reinkommen. Welches Gleis haben wir hier? Das äußerste? Jawohl. Das heißt, hier werden wir in dieses Gleis reingehen, damit wir mit dem dann ins zweite rein können. Jetzt haben wir da so einen Schlenker drin, aber ich glaube vom Tempo her passt es eh noch. Jetzt machen wir hier eben das zweite Gleis auch gleich, damit wir das haben. Dann haben wir hier die Weiche. Den Rest müssen wir eigentlich noch gar nicht machen, denn eben, wenn hier nur ein Zug verkehrt, dann brauchen wir hier auch nicht zwei Gleise. Gut, hätten wir soweit. Signale brauchen wir in dem Sinn auch noch nicht. Was wir jetzt bräuchten, wäre ein Zug, der die ganze Strecke befährt. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nein, ist ein bisschen komisch, so ohne Signale und Co. Aber eben, wir müssen halt ein bisschen noch gucken. Wir haben 1,25 Millionen. Das reicht genau wahrscheinlich für einen Zug. Aber für viel mehr reicht es nicht. Gut, was wir jetzt noch brauchen. Ja, ganz klar, ein Depot. Ein Depot. Das Problem ist einfach eben, das Prellbock-Depot nehme ich beim besten Willen im Moment nicht mehr. Nicht bevor ich weiß, ob es daran lag. Deswegen, sorry. Deswegen speichere ich nochmal und dann nehme ich ein anderes Depot. Denn das stand auch oft in den Kommentaren, nimm doch mal ein anderes Depot. Ich habe ja erklärt,
Ich finde halt dieses Backsteindepot dermaßen genial. Das gefällt mir so gut, dass ich das halt einfach immer genommen habe. Jetzt haben wir hier aber noch andere und auch schöne. Guck mal hier, diese großen. Die Frage ist halt, funktionieren die? Aber die sollten eigentlich schon funktionieren. Ist eigentlich eine doofe Frage. Jo, da bin ich wieder. Mensch, Transportfieber, was ist denn los? Was hast du denn? Es ist wieder abgestürzt, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Ja, ist ganz komisch. Also im Endeffekt, ich fürchte, mir steht hier einiges an Arbeit bevor. Ich habe es nämlich nochmal gestartet, wollte gerade wieder aufnehmen, ist gleich nochmal abgestürzt. Ich werde, wenn das nicht bessert, es so machen, dass ich ja die Map nochmal neu lade. Also sprich, ganz von vorne anfange mit dieser Map, den Seed haben wir ja. Und die Mods rausschmeiße. Zumindest alles, was irgendwie ein bisschen verdächtig ist danach, dass es irgendwie einen Einfluss haben könnte auf den gröberen Spielverlauf. Anders geht's nicht. Ich kann ja nicht alle 2 Minuten neu starten. Das bringt ja nun gar nichts. Naja, gut, jetzt im Moment, jetzt läuft's gerade wieder. Ich habe hier hinten mal noch auf Verdacht diese Bushaltestelle, diese Lastenbushaltestelle, die Warenbushaltestelle ausgetauscht gegen die normale Bushaltestelle. Das geht ja auch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, keine Ahnung. Es ist ein bisschen merkwürdig. Naja gut, wir waren auf dem Weg, ein Depot zu bauen. Da hat es eigentlich angefangen, das Problem, als ich dieses gemoddete Depot hier hinstellen wollte. Deswegen, ratet mal, da nehmen wir halt wieder das Backsteindepot. Solange wir nicht wissen, woran es liegt, werde ich hier sicher keine Experimente mehr machen. Das ist mir zu heiß. Ist zwar schade, das ist nämlich ein Hammer-Depot. Wenn es jetzt vielleicht mal irgendwie läuft, 3-4 Folgen, dann werde ich dann trotzdem natürlich mal nochmal solche Versuche machen. Jetzt, du würdest doch eigentlich relativ gut hier hinpassen, wenn wir dich hier schön drehen. Moment. Nämlich so. Das würde ich möglichst parallel hier haben. Vielleicht von oben noch ein bisschen gucken. Das wäre gar nicht schlecht gekauft. So, und jetzt gehen wir da vorne ins Gleis rein. Moment, da haben wir noch weitere Gleise. Wo wollen wir denn mit denen hin? Eigentlich sind wir, wenn wir es genau nehmen, falsch. Wir müssten ja eigentlich hier rein. Sollen wir das nochmal ändern? Ich würde sagen, ja. oder wir machen das mit Weichen. Das ist ja eigentlich egal. Dann können wir da auch noch wechseln. Also, wir machen hier ein Weichenkonstrukt, beziehungsweise so ein kurzes Vorfeld, dass wir eben aussuchen können, wo wir hinwollen. So, hier rein und dann hier wechseln. Wobei, das müssen wir im Moment noch nicht machen. Wir müssen einfach sozusagen die Infrastruktur so legen, dass das Ganze auch so funktioniert, dass wir da dann irgendwie, keine Ahnung, so weggehen. Gut, das heißt jetzt aber, dass wir das Depot auch wirklich anschließen können. Ich würde hier mal möglichst parallel nach hier vorne und dann hier irgendwie so in eine Weiche rein und dann eben entsprechend die Gleise noch bedienen mit Weichen. Kann man, glaube ich, so machen. Haut mich jetzt irgendwie doch nicht ganz um, die Idee, aber okay. Wir gucken mal. So, und dann gäbe es hier nochmal eine. Und das funktioniert sogar. Dann können wir da schön mit einem Signal dann arbeiten. Da kommen wir rüber. Was wir jetzt nicht kommen natürlich, ist in diesen Bahnhof rein. Da stand auch meine Kommentare. Bau doch die Depots so, dass sie auch gleich in den Bahnhof reinkommen. Kann man natürlich auch machen. Ist aber eigentlich, finde ich, relativ egal. Das geht so ja auch. Da fährt er einfach in die nächste Stadt dann. Hauptsache, wir haben hier ein Depot. Gut, ihr ahnt's. Eine Sicherheitsspeicherung. Ah, ist schon komisch. Was hat das Spiel denn vorher gemacht, dass es gleich wieder abgestürzt ist? Es beschäftigt mich halt. Das ist natürlich auch klar. Denn das ist mein Lieblingsspiel. Ich möchte nicht, dass das kaputt ist. Sonst muss ich natürlich nochmal alles ran spielen ohne Mods. Aber wir gucken jetzt. Also, Zug. Blödsinn. Linie. Also, eine neue Linie. Das wäre dann von hier oben starten. Hier runter. Nach da hinten. Und dann natürlich wieder hier zurück. Und dann hätten wir das schon. Und das wäre jetzt eigentlich... Ja... Je nachdem, wir haben jetzt Weißwasser nicht reingenommen, das heißt, wir kaufen einen neuen Zug, 2 Millionen haben wir. Das wäre dann im Prinzip einfach Regio, würde ich mal sagen, von da oben Brilo nach da unten Erlenbach. Erlenbach, da war das Mikro im Weg. Erlenbach, the never ending story. Nein, ich werde jetzt nicht auch noch singen. Das tue ich euch nicht an. Passt das? Regio Brilo. Ist das richtig geschrieben?
Brilo. Ja, passt. Erlenbach steht ja auch hier unten. Hätte ich gar nicht zum Bahnhof gemusst. Gut, Zug. Was haben wir denn Schönes? Haben wir was Neues? An Lokomotiven? Nein. Aber hier was sehr Teures. Das können wir uns noch gar nicht leisten. Der würde 1 Million kosten. Der macht 60 km/h. Der macht 40. Das sind natürlich dann schon Unterschiede. Die hier, die macht immerhin 50 und kostet eigentlich relativ wenig. 160 Kilowatt. Boah, okay, 450 ist... Zieht ein bisschen schneller, aber das ist natürlich schon ein frappanter Unterschied. Hey, ist ein bisschen, das ist fast 1 Million. Das sind 800.000 Unterschied. Bei dem Betrag ist halt, es wäre schon, die teuren, sie zahlen sich schon aus, aber man muss das Einkommen haben, damit man das bezahlen kann. Aber das ist eine längere Strecke. Wir gönnen uns mal diese Lokomotive hier. So, da kann man zugucken, wie das Geld weniger wird. Und jetzt dazu halt auch wieder irgendwie Wagen, die irgendwie zu einer Dampflok passen. Da hatten wir in Weißwasser schon das Problem, dass die Wagen hier eigentlich alle zu modern sind für die Art von Lokomotive, die sie zieht. Naja gut, kann ja auch eine Dampflokomotive sein, die hier ein bisschen modernere Wagen zieht. Wobei 1908, die sind ja doch alle eher für später. Die sind wahrscheinlich drin, weil ich kein Endjahr habe. Vielleicht lädst die dann auch schon davor. Das wäre mir zwar neu. Eigentlich sollten die dann nur kein Verfallsdatum haben. Aber okay. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Irgendwas Neutrales würde ich nehmen. Das sind halt auch wieder Mods. Das ist wieder ein weiteres Risiko, dass hier irgendwas flöten geht. Die sehen aber alle auch relativ nett aus. Ihr seht schon, die Qual der Wahl. Wir könnten. Wir nehmen mal die CDWRMI. Da gehen 28 Leute rein, 200 km/h, passen perfekt in die Zeit. Nein, tun sie natürlich nicht. Aber sie passen zum Zug. Also einmal. Oh, nicht genug Geld. Was kostet der? Oh, 2 Millionen. Boah, zum Glück hat man nicht genug Geld. Oh, nee, das muss... Oh, mein heiliges bisschen. Was kosten denn die Wagen? Ja, seid ihr denn des Wahnsinns? Boah, okay. Ja, gut, eben. Die sind halt auch für eine spätere... Boah, 3 Millionen. Die sind halt auch für eine spätere Zeit natürlich. Da habe ich jetzt überhaupt nicht darauf geachtet. Okay, das hat sich erledigt. Das können wir uns nicht leisten. Das wollen wir uns aber auch nicht leisten, würde ich mal behaupten. Haben wir nicht irgendwas, was man bezahlen kann? Müssen wir jetzt tatsächlich wieder zu diesen ganz alten Wagen greifen. Tatsächlich, das ist ja krass, was die kosten. Was haben wir denn beim Weißwasserzug für Wagen genommen? Lasset mich mal gucken. Wo bist du? Hallöchen, Zug. Hier unten. Das sind... Aha, das sind die hier. Das sind schon auch relativ schöne Wagen. Und ja, es reicht ja eigentlich, wenn wir die wieder nehmen. Oder was Bauähnliches, würde ich mal behaupten. So. Züge kaufen. Wir hätten gerne Passagierwagen. Jetzt kann ich wieder runterscrollen. Mache ich mit Freude. Und dann schauen wir mal nochmal. Also, das waren die hier. Die machen 60 km/h. Was machen die? Die machen 100 bei 14 Passagieren. Dann nehmen wir die, damit wir nicht die gleichen haben. Haben wir noch ein bisschen Geld? Das reicht gar mal für 3 Wagen. Nicht mal ganz. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Die kosten die Hälfte. Sonst nehmen wir hier halt nochmal die gleichen. Das ist halt ein bisschen doof, weil wir dann einfach bei den zwei Zügen, die wir haben, haben wir zweimal die gleichen Wagen. Davon könnten wir uns aber ein paar kaufen. Oder wir... Ne, jetzt haben wir die Lokomotive schon gekauft. Doch, den Weißwasserzug noch nach hier mitnehmen. Aber ja, das ist eine Riesenstrecke. Das ist wahrscheinlich dann nicht mehr wirklich wirtschaftlich. Was kosten denn die? Die machen auch immerhin 50. Die kosten noch weniger. Wenn wir davon 10 Stück nehmen, dann haben wir 80 Leute. Das ist ein bisschen mager. Wenn wir davon 10 Stück nehmen, haben wir kein Geld mehr. Das ist auch ein bisschen doof. Sollen wir die hier nehmen? Wäre mal was anderes. Ah, die sind langsamer wie die Lok. Was macht denn die Lok? Ich muss nochmal gucken. 50 dachte ich. Jawohl, die macht 50. Okay, halt nicht Güter, Passagiere. Oh, und schon wieder scrollen. Mensch, 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 dass das nicht gemerkt wird. Vom Spiel, dass ich hier war. Also, ihr merkt schon, ich rede und rede in der Hoffnung, dass hier unten noch ein bisschen Kohle reinkommt. Aber denkst du? Ja, das ist blöd. Das reicht halt einfach nicht wirklich.
Sollen wir doch die nochmal nehmen? Wir nehmen mal die. Einmal, zweimal, dreimal, bis wir kein Geld mehr haben. Oder nee, wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir haben ja noch eine Bank. Wir machen jetzt hier sozusagen einen richtigen Zug. Und verschulden uns halt ein bisschen. Ganz einfach. Wir nehmen die. Einmal, zweimal, dreimal. Reicht nicht mehr. Okay, wir brauchen Geld. Leihen, leihen. Wir sind bei 10 Millionen, weil wir mit 9 gestartet sind. Also man startet ja schon mit einem Darlehen. So, nochmal. Wie viele haben wir? 2. 1, 2, 3, 4. Okay, das ist mir immer noch ein bisschen zu wenig. Da müssen wir nochmal leihen. Ich weiß gar nicht, glaube ich 100 Millionen oder sowas kann man sich leihen. Man muss einfach daran denken, dass man die auch wieder zurückbezahlt. 2, 4, 6, 8, 9. Nochmal. Zweimal. Kaufen, kaufen. Okay, jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Dafür haben wir einen Zug und den Zug, den schicken wir jetzt auf die Reise. So, perfekt. Wir gehen gucken, wie der rauskommt. Und dann sage ich aber tschüss, denn wir sind mit der Zeit schon wieder durch. Mitfahren, das werden wir dann morgen. Und da wagen Hoffnung, dass wir dann mal wieder absturzfrei spielen. Mal gucken. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.